Es gibt einen Lieblingssong von mir, also einen von deinen, das ist mein Lieblingssong, von der Utopian, das heißt Gegen die Strömung. Das wollte ich schon immer mal fragen, ob es dafür so eine reelle Beziehung gab für diesen Song als Grundlage oder ob das von dir einfach nur als Statement gedacht war, dass man Beziehungen lockerer leben soll, damit die länger halten. Ja, das war damals einer Frau gewidmet, die so heißt wie du, Charlotte. Ohne Scheiß? Nee, ich jetzt hör auf. Nee, nee, doch, für Charlotte war das. Das ist ja krass. Ich dachte, unsere Freundschaft ist so wichtig. Ja. Unsere Freundschaft muss irgendwie einfach die Garantie bringen für ewige Connection und so, weißt du? Denn mit der Liebe ist es manchmal ein bisschen schwierig, weißt du, dann muss ich auch wieder weiter und bin vielleicht ein bisschen Flatter, Dr. Flatter und so, ne? Dr. Lockerlose, weißt du, ne? Aber ich dachte, okay, wir machen einen ordentlichen Song über Freundschaft. Die Freundschaft ist unsere Basis. Ja, so war der Song gedacht. Für Charlotte. Ja, das ist ja mal. Das gibt's nicht, oder? So ein Zufall. Das ist mein allerlieblingssong von dir. Ja, und der ist für Charlotte. Ich werd verrückt. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Ich bin rot geworden. Die Erregung, die Erregung. Ja. Dann steigen wir lieber wieder in unser UFO ein. Und zurück bei Fast Forward mit dem wundervollen Udo Lindenberg in meiner Sendung. Der wunderbaren Charlotte. Nein, Charlotte R-Punkt leider nur. R-Punkt. Ich kann nicht mit dienen mit so einem, ja, mit so einem erotischen Namen. R-Punkt macht ja auch nichts. R-Punkt ist ein bisschen blöd. Ist geheimnisvoll, ist spannend. Jetzt nach all dem, was du für deutschsprachige Musik geleistet hast in all den Jahren, wie stehst du zum Hip-Hop? Also du hast es gerade schon angesprochen, ich wüsste gerne zum Hamburger Hip-Hop im Speziellen. Ja, ich höre, was abgeht, treffe ab und zu mal Leute aus der Hip-Hop-Abteilung. So. Aber ich bin da nicht so, ich bin ja dezentral tätig, weißt du, in Stuttgart und Frankfurt und überall. Ja. Also sehr gute Connection mit den Söhnen Mannheims, mit Xavier und Rolf und so ein bisschen. Mhm. Mit Moses Pelham verbinde mich eine sehr tolle Freundschaft, mit Freundeskreis haben wir Sachen zusammen gemacht. Ja. Und Absolute Beginner sind auch ein bisschen, es gibt hier und da Connection und so. Ich finde es sehr interessant, ich finde es sehr wichtig. Ja. Und ich finde, es gibt da total interessante Ansätze. Also es gibt auch politisch sehr, also tolle Texte, zum Beispiel im Freundeskreis. Klar. Das hat mich sehr, sehr angetan und da haben wir auch ein paar Sachen zusammen gemacht. Mhm. Ne? You Can't Run Away und so. Ja. Ja. Und Zeitmaschine und ich weiß nicht was, Nebelschwadenbilder und mehrere Songs. Ja. Bay, wenn ich down bin und so. Ne? Also eine ganze Reihe von Songs und so. Und ich sehe da so eine Verwandtschaft, also zwischen den Sachen, die wir damals so gemacht haben. Ich meine, die zitieren dich ja auch alle sehr gerne, ne? Ja. Das ist ja, die zollen dir ja andauernd Respekt, das muss ja auch eine große Ehre sein. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen so wie Family ist schon und so, und das ist irgendwie so eine Art Gesinnungsfamily, Soul Sister, Soul Brothers und so, ein bisschen, weißt du, ne? Und ich finde es nämlich auch gut, dass da auch mal politische Texte, mein Frosch, mein Küsse aus, dass auch mal wieder politische Texte an den Start kommen. Yeah. Weil ich will nur Entertainer sein, wäre mir auch zu blöde. Yeah, nur ja, lustig aber, für die Tralala machen. Ja, nur, es ist unwürdig für mich. Weißt du, auch einmischen ins Leben, so wie es wirklich abgeht und so. Ja. Und das machen ja so manche von diesen Bands, Hip-Hop-Bands, finde ich auch sehr gut. Und die checken auch wieder mit Jamaika und Afrika und was in Bürgerrechtsbewegung, und da kommt so Martin Luther King. Ja. Und das einmal ist, um die Welt ich, genau, ja, das vielleicht. Ist genau richtig. Und das ist sowas, finde ich, wach und interessant und also deep und auf sowas stehe ich, weiß. Und da sehe ich auch so meine Hauptschwestern und Brüder. Ja. Und ich muss dich das fragen, willst du immer noch Bundespräsident werden? Es könnte sein, und zwar in etwa 3 Jahren. Ich bin ja jetzt so ein bisschen jung. Also ich wähle dich, wollte ich dir nur sagen. Ja, ja. Wirklich. Du direkt über Internet und nicht über Wahlurnen. Ja. Weil Urne klingt so nach Tod. Ja, allerdings. Ich finde, Internet ist viel hipper. Und so. Ja, weil da muss man auch nicht so aus dem Haus raus sonntags morgens. Das ist irgendwie angenehm. Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Schnapsnasen sonntags nicht zur Wahl gehen, nur weil die keinen Bock aufzustehen, keinen Bock haben aufzustehen. Das ist gut, Internet. Ja, ja. Ich meine,
ein Präsident jetzt wie Johannes Rau, den ich ja privat ganz gut kenne. Ja. Und er ist ein charmanter Junge, ist er durchaus. Ja. Aber die Leute richtig anzutören, auf die aktuellen Dinger und so, ist halt nicht jedem so gegeben. Und wenn ein Präsident auch noch singt und so, richtig geile Band. Ich meine, was wollen die Leute mehr, ne? Und so weiter, ne? Ich habe Johannes schon gesagt, wenn du dann irgendwann mal irgendwie downcoolst und so, weißt du, ne, dann wäre ich unter Umständen bereit, den Job dazu zu übernehmen. Sie sagen, okay. Ne? Aber ich brauche schon noch ein bisschen Zeit. Weil ein Präsident muss noch ein bisschen reifen. Mhm. Ich bin vielleicht noch ein bisschen zu jung. Ne? Ja, aber ich Wildente und so. Du hast hier einen echt guten Ansatz, weil du sagst ja, Bundespräsident wäre nicht schlecht, endlich mal einen aus der Kunst zu haben. Ja, das bin ich nämlich wirklich. Und nicht aus der Politik. Nicht aus der Berufspolitik, weil Berufspolitik ist oft einfach zu langweilig. Mhm. Oder wie die sprechen und so. Ja. Die können nicht zünden, machen keine Showtime und sowas. Ja. Und wir haben, ich finde, einen sehr korrekten Bundeskanzler, Gerhard Schröder, mit dem ich ja auch eine ganz gute Connection habe und so. Ja. Und der Job ist wirklich sehr hart und er soll den Job auch ruhig weitermachen. Aber so ein Präsident ist ja mal so ein Joker und sowas. Der ist zuständig für Visionen, also irgendwie den Gedanken. Um die anderen anzumotzen, sowas. Ja, und den Gedanken über den Tag hinaus. Also nicht nur Krisenmanagement, sondern auch, was in 2 oder 3 Tagen passiert, auch in 3 Jahren mit der Welt. Ja. Und globale Connections und was, ne? Und was eben auch ein korrektes Deutschland da einen Beitrag liefern kann, auf friedenspolitisch und alle so eine Sachen. Ja. Und den Job könnte ich mir ja ganz gut vorstellen. Also das die kann Experten ich mir auch wissen, gut vorstellen, dass du das machen sollst. Dass ich unter Umständen bereit wäre, den Job zu machen. Sehr gut, also die treffen schon alle Vorbereitungen sozusagen für dich, ebnen den Weg. Ja, genau. Ah, da kommen die Getränke. Willst du was? Hast du? Ja, hallo mein Freund. Jetzt kommen wir schon zu der finalen Frage, die können wir jetzt auch direkt beantworten eigentlich. Und zwar eine Sache, die ich über dich weiß, ist ja, dass du auch malst, was vielleicht viele Leute noch nicht wissen am Bildschirm. Und zwar hast du eine spezielle Art von Malen entwickelt, und zwar gibt es nicht die Udo Lindenbergsche Aquarelle, sondern Liquorelle. Könntest du kurz erklären, was das bedeutet und wie man die macht? Gut, also ich lebe ja viel in Hotels, an so Bars und dann gab so Udogramme, die Leute wollen immer, dass ich ein Udogramm schreibe und so weiter. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich mache immer so kleine Zeichnungen. Danke. Und so kleine Zeichnungen und so weiter. Ne? Und dann sehe ich da die ganzen bunten Buddels da, was in der Bar und so. Hab gedacht, vielleicht kann man damit auch sehr gut malen. Ja. Also vielleicht kommt das gut irgendwie auf Paper und sowas. Aber da kommen ja alle Farben drin vor, ne? Blue Curaçao und Grün und Pink und was ich. Grenadine und alles dabei. Und so. Und es geht exzellent. Und mit den Fingern machst du das, ne? Oder machst du mit Pinsel? Nee, Filzstiftfinger und so, Serviette und fertig. Ne? Ja, das sorgt ja echt für Aufsehen, ne? Weil es hängt ja neben berühmten Werken in Ausstellungen und so. Sogar neben Leonardo da Vinci. Und zwar in Weimar, in der Kunsthalle zu Weimar, hängt plötzlich ein Liquorell von mir neben Leonardo da Vinci aus der Sammlung, also Privatsammlung von Goethe. Ja. Das finde ich doch sehr erstaunlich. Ja. Oder eben auch mit Beuys, was im großen Beuys-Museum in Mäuland. Freut dich das, oder sagst du, die haben nicht Maltassen im Schrank? Nein, ich finde es genau richtig, weil es ist irgendwie auch so eine Begegnung von Frechheit und klassisch und früher und jetzt und alles geht. Und gerade auch im Zusammenhang mit Beuys und so, es geht sowieso alles. Jeder ist ein Künstler? Ja, jeder kann machen, was er will. Jeder soll sich auch irgendwie realisieren, weißt du, also in jedweder künstlerischer Disziplin und so. Und das finde ich dann irgendwie genau richtig. Und da kommen viele Leute in die Museen rein, die sonst nie in ein Museum gehen. Weißt du? Ja, so, wegen dir. Ja, genau. Ja. Weil wir machen dann auch Musik, kleine Auftritte und. Und dann sehen sie auch die anderen Sachen mal und auch andersrum. Leute, die nur so fixiert sind auf herkömmliche, konventionelle Kunst, die sehen dann plötzlich mal so unsere Frechheiten. Ne? Und das ist so irgendwie schön. Ne? Ja. Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank. Du musst. Ich danke dir sehr, mein Freund. Ach so, du musst unterschreiben, ne? Ja. Stimmt. Stimmt ja, wir sind ja im Hotel. Ja. Wie läuft es heute bei dir? Alles cool im Haus? Alles in Ordnung. Ich warte auf seine Bestellung nur. Ja? Viel Spaß noch bei denen. Alles cool, ne? Ja? Wo sind wir dabei? Ha? Wir sind bei Viva 2, dem besten Musiksender Deutschlands. Ja, da. Am Freitag im Fernsehen. Wahnsinn. So schnell geht das. Ja, ich bedanke mich. Das war's schon. Hat Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke. Guten Abend. Tief in die Augen gucken. Ich bin Darf ich mal ganz kurz deine Brille anziehen? Natürlich. Das wäre eine riesige Ehre. Hältst du denn das Mikrofon? Das ist aber wirklich sehr pfiffig. Jetzt hör auf. Komm, wir haben genug Komplimente gehabt. Aber ich bin hingerissen, absolut. Und? Steht dir sehr gut. Du lügst. Nee, aber die rutscht so runter. Du hast eine breitere Nase als ich, deswegen. Nee, wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Unten kannst du kicken, oben ist Fernblick und unten kannst du die Laserbrille, so eine optische Brille. Ah, ja, wenn ich nach unten gucke, da wird mir total schwindelig. Ich stehe auf LSD eigentlich. Danke. Gut.
gut, gut. Aber ohne Brille ist sogar noch ein bisschen besser, weil du hast extrem schöne Augen. Mhm, Dankeschön. Okay, tschüss. Du sagst no future, nur noch 2 Jahre, dann werden wir alle krepieren.